Hey, danke schön. Ich fahre die Seemaschine mal schnell wieder unters Dach, ne? Alles klar, ich mach bei mir noch fertig sauber. Ja, da, danke. Bitte. So, wo stellen wir sie denn eigentlich hin? Ich würde sagen, wieder hier irgendwie nach hinten in die Ecke. Oh, das sollte passen. Sehr gut. So. So. Ach so, ja, in unserem mittleren. Stra ja, wir stellen ihn da jetzt einfach hin. Den Mähdrescher kriegen wir schon woanders untergestellt. Zur Not trocknet der noch ein bisschen in der Sonne. Weil ich gerade gesehen habe, unser eines Feld ist erntereif. Vielleicht tun wir das auch kurz runter. Da. Das passt. So, Herr Weber fährt da lang, dann fahren wir hier mal lang. Oh. Den stellen wir mal schnell nach hier. So. Das war ziemlich eng. So. Gucken wir mal hier den Weber beim Arbeiten zu, würde ich sagen. Bleiben wir mal auf Abstand, dann fühlt er sich vielleicht nicht ganz so beobachtet. Dann könnten wir auch mal wieder streichen, ne? Das ist schwierig. Herr Weber, ich habe Herr folgende Meister. Frage. Unser Feld hier vom Hof ist schon wieder erntereif. Schnappen Sie sich schnell den Mähdrescher. Ich würde mir den Pickup schnappen, schon mal ein paar Eierkartons aufladen. Dann können wir heute Nachmittag Ja. vielleicht, wenn es passt, einfach zu den Herrn Wiese mal fahren. Können wir mal die ersten Ja. Eier verkaufen? Ja, können wir machen. Dann Die fange ich schon mal werden an ja auch zu nicht dreschen. besser. Genau, ich bringe Ihnen Nein. gleich einen Anhänger und alles, ne? Alles klar, Ich dann gehe ich danke schon mal Ihnen. rüber. Ich fahre nur gerade den Traktor noch weg. Ja, lassen Sie stehen, fahre ich gleich weg. Okay, Alles gut, gut. dann schnappe ich mir den Mähdrescher. Danke, Herr Weber. Bis Bis später. später. Tschüss. Tschüss. Ach, ich fahre den jetzt direkt weg, sonst vergesse ich das auch. So. Einmal hier und das Vordach. Achtung, Mäuschen. So. Mal aufpassen, dass wir die Eier gleich. Ah oh ja, hier den Pickup stellen wir und das Vordach da bei unserer Rumpelkammer Werkstatt, Schräger Werkstatt. Dann stehen sie nicht in der Sonne. Nicht, dass wir hier irgendwelche Salmonellen oder sonst was da reinbekommen. So. Sagen wir, stellen den aber erstmal. Ja, wo stellen wir den denn hin? So ein bisschen an die Seite, ne? Müsste schon reichen, lassen den Motor schnell laufen. So viele sollten es ja nicht sein. Oh, sind doch ein paar Eierkartons. So, dann geht's. Achtung, 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 Achtung. Eure Eierchen, vorsichtig. Da. Der Karton liegt. Eins. Ah, das ist noch nicht so viel drin. Da sehe ich doch, da geht noch was. Aber fünf Eierkartons, ja, schon mal gut. Nicht. Oh, Gott sei Dank in Stroh gefallen. Das hätte böse enden können. Ralf, da musst du besser aufpassen. Naja, sind ne, rohes Gold. So. Ich muss hier noch ein bisschen besser nach hinten, glaube ich. Ah.
doch eigentlich mal eine Bestandsaufnahme machen. Ob es allen Hühnern gut geht, ob die Krallen geschnitten werden müssen oder sowas, ne? Ah. Was stelle ich denn dem Herrn Weber gleich hin? Wir rufen ihn mal ganz kurz an. Weber! Herr Weber, grüße Sie! Grüße Sie! Ich habe tatsächlich nur eine ganz kurze Frage. Soll ich Ihnen den LKW hinstellen? Was meinen Sie, wie viel kommt runter? Ich kann es tatsächlich gerade nicht abschätzen. Oder reicht so ein kleiner Drehfilmel? Also ich glaube, mit dem kleinen Drehschimmel wird es eng. Stellen Sie mal vor, jetzt haben wir eine Ecke hin. Lieber haben wir ein bisschen Platz, als das von der... Okay, kein Problem. Bringe ich gleich vorbei. Wie gesagt, ich wollte nur mal kurz gefragt haben, ne? Ja, kein Problem. Ich danke. Wie voll sind Sie? Bin jetzt bei 25%. Ah, sehr gut. Ich lade gerade den letzten Punkt auf, zu gleich noch fest und... Okay, genau, danke schön. Passt schon. Danke. Problem. Später, tschüss. Später, tschüss. Ah, perfekt. Dann Spanngurte hier drüber. So. Eins, Nummer zwei. Ah, drei Stück, das sieht gut aus, ne? Ah, Klappe geht hier hinten elektronisch zu. Die moderne Technik hat der Verkäufer mir extra erklärt. So, einmal hier rein. So, Motor aus, aussteigen und LKW hat er gesagt. Auf zum LKW. Haben auch drei Schlepper, ne? Mit dem MF, den wir weggegeben haben, vier. Wir müssen mal. Ich muss wirklich nochmal mit dem Herrn Weber sprechen. Was wir damit machen, ne? So. Den Anhänger lassen wir aber hier, würde ich sagen. Den brauchen wir nicht. Ah, ganz knapp hier, super. Vorsichtig zurück. Und rum. Sehr gut. Die Hühner trauen sich gefühlt auch weiter nach hinten. Ne? Das ist schon ganz schön. So, wo ist er? Da hinten, okay. Ah, ich würde sagen, ich stelle ihm den erstmal hier hin. Hier war er noch gar nicht. Da müsste er ja dann gleich lang kommen. Und er sagt, er hat noch nicht so viel. So, ist die Überlegung, fahren wir direkt das Stroh ein. Was machen wir damit? Brauchen wir das Stroh? Ja, wir fahren das mal ein. Wir können das ja für die Schweine gebrauchen. Ich weiß gerade nicht, wie das da ausschaut, aber kein Problem. Ladewagen müsste hier hinten stehen. Versteckt sich gerade auch, jawohl. Sehr gut. Was steht hier eigentlich auf diesem Plakat? 17. bis 18. September. Ja, war wohl schon. Vor ein paar Jährchen, so wie das aussieht. Na, ich muss gestehen, ne? Der Lamborghini hat es mir angetan. Ah. Lass mal die beiden hier mal lang gockeln. So. Ah, eben waren im Gang doch noch mehr. Jetzt haben wir hier auch schon wieder welche. Achtung, Ladies. So. Guck mal, ganz hier hinten. Das ist auch schön. Ah, wie gesagt, die werden langsam, ne? Ich glaube, die gewöhnen sich auch so ein bisschen darin, dass wir hier rumfahren. Das hier ist ganz schön. Nee, Seemaschine brauchen wir doch gar nicht. Mensch. Zeit fürs Mittagessen, würde ich sagen. So. Stückchen.
So. Achtung! Papa kommt! So, Herr Weber ist hier reingestochen. Das heißt, einmal auch direkt hier ran. Dann nehmen wir hier das mal mit. Das Jude Stroh. So, damit wir ihm nicht in die Quere kommen, würde ich sagen, wir nehmen auch direkt das Vorgewände so mit. So. Ach, spielend leicht, ne? Zieht er das Ding hier hin übers Feld. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, ne, der nächste Ladewagen, der kann deutlich größer werden, wenn wir hier diese Powermaschine besitzen. Müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht zu viel großes Equipment uns anschaffen. Nicht, dass wir dann mit unseren kleinen Zweitschleppern nicht mehr vorankommen. Oder noch so ein zweites Gerät. Man sowas auch leasen kann oder auf Raten kaufen oder sowas. Ja, wäre eine interessante Idee. Mal sehen. So. Sagen. Das wäre nochmal was fürs Gespräch mit dem Herrn Weber. Ah, ich muss auch dem Herrn Weber endlich mal das Du anbieten. Ne? Er ist echt ein guter. Vergesst das immer, wenn ich ihn sehe. Beim nächsten Mal dran denken. So. Bringen wir jetzt erstmal das Stroh runter zum Schweinehof, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie viel da noch reingeht. Ich hatte ja Jansen das bis Ultimo gefüllt, aber dann müssen wir gucken, ob wir da vielleicht irgendwo ein kleines Häufchen hinsetzen oder so. Wir haben da ja ein paar Mulden. Und jetzt den kleinen MF. So, sind wir schon fast da. Einmal hier rückwärts ran. So. Ah, sehr gut. Oh, viel wollten sie nie mehr an Stroh. Gar kein Thema. Den Rest sage ich dann gleich nochmal. Den Herrn Weber und den anderen beiden schreiben wir einfach eine kurze SMS. Kippen wir hier vorne unters Dach, dann ist es weg, beziehungsweise erstmal geschützt. So. Schön hier hinten die Ecke aussuchen, ne, damit wir gut reinkommen mit den anderen. Naja, nicht ganz die Ecke geworden, würde ich sagen. Das können wir besser. So. Hier nochmal nach vorne fahren. Judas. Auch gar nicht so wenig, ne? Man unterschätzt das, wie viel so ein fast voller Ladewagen wird. Einen zweiten kriegen wir da vielleicht noch nehmen und den Rest können wir dann in den Wiese anrufen, würde ich sagen. So. Da ist doch. Da der Hansen gerade auf dem
Eier nochmal drauf. Tür hier auf. Machen wir die Tür wieder zu. Jansen, Mahlzeit! Herr Meister, was machen Sie denn hier? Sie hat das Mittagessen gemundet? Die erste wichtigste Frage vorweg. Ich wollte gerade sagen, ich suche mir hier gerade was zu essen, weil das nicht geliefert wurde. Was? Das kann nicht sein. Da veräppeln Sie mich doch. Natürlich, Sie haben mich erwischt. Gut. Sie gucken gerade nach dem Rechten? Ja, ich wollte mir gerade mal die Schweine angucken, ob es denen soweit ganz gut geht. Ja. Oh, guck mal, ist direkt zutraulich, kommt zu Ihnen, dass das läuft hier. Ja, genau. Schön. Ja, super. Ja, Herr Hansen, ich habe unten ein bisschen Stroh abgekippt in die mittlere Box, quasi unterhalb von der Mast. Wir haben da ein bisschen Stroh. Der Herr Jansen hatte ja gut voll gemacht. Wie gesagt, da liegt es erstmal trocken. Können wir peu à peu ja mit dem Messer Ferguson hier nach Bedarf einstreuen, ne? Haben Sie es dann in Strohklappen hingebracht oder Rundballen, oder? Nee, lose tatsächlich. Oh, lose? Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warum nicht? Ich glaube, wegen der Lagerung, sie hätten da schon besser Ballen draus machen sollen. Wir haben leider keine Ballenpresse, Herr Hansen, so rum. Ach so. Ja, besitzen Sie eine? Nee, wir haben bisher gar keinen Stroh gemacht. Aber ich weiß aus der Landwirtschaftsschule von damals, dass es besser ist, das in Ballen zu lagern tatsächlich, auch des Platzes wegen, ja, weil loses Stroh doch sehr viel Platz hier wegnimmt. Ja gut, dann habe ich wieder was gelernt, Herr Hansen. Ich werde mal gucken, dass ich mit dem Herrn Weber spreche, dass wir irgendwo eine Ballenpresse mit auf die Einkaufsliste setzen. Ja, ansonsten das LU hat, glaube ich, eine Ballenpresse. Ah, es ist eine Idee. Ich versuche mal, den Herrn Klein anzurufen. Okay. Ja, also wenn Sie Stroh jetzt haben, kurzfristig wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich rufe den Herrn Klein gleich mal an. Dann schaffen wir die paar Liter da unten irgendwie wieder weg und machen ein paar Ballen raus. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Super. Herr Hansen, dann wünsche ich einen schönen Nachmittag. Wir hören uns später. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.